Das Warten hat ein Ende. Es geht wieder los. Die Eishockey-Weltmeisterschaft. In Schweden und Finnland. Ich glaub's nicht! Das kann doch nicht wahr sein! Ja, wie ist denn hier im falschen Film? Und da ist die Riesenchance! Gibt's das denn? Und wir werden euch begleiten. Begleiten bei euren schönsten Momenten. Hier, hier, hier! Und jetzt ist der Puck raus! Und es ist aus! Und es ist wahr! Es ist wahr! Deutschland steht im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft! Gleiten bei euren wichtigsten Siegen. Und Reimer mit dem Laufduell! Ja! Patrick Reimer, mach's! Tor! Deutschland schlägt Russland mit 2:0. Begleiten bei euren Rückschlägen. Ui, 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 ui. Begleiten bei euren schlimmsten Niederlagen. 4:12. Eishockey Deutschland im Schockzustand. Und wir begleiten euch bei euren spektakulärsten Rekorden. Einfach nur zuhören und genießen. Tor! Ist da! Schütz! Ja! Deutschland gewinnt mit 2:1. Felix Schütz ist der Torschütze. Sport 1. Wir für euch. Denn wir sind mittendrin. Dankeschön. Wir machen uns zum Affen. Sieht süß aus. Danke dir. Ja? Wir denken an euch. Also, wir sagen Happy Birthday, alles danke. Liebe, alles Gute an John Tripp. Dankeschön, Dankeschön, das ist sehr nett, sehr nett. Wir sind immer mit dabei, wenn es zu den echten Fans geht. Wir fragen knallhart nach und sind immer auf der Höhe. Spielen drin, dieses 12 zu wie auch immer. Wir sind manchmal auch echt geduldig. Das Spiel ist das Wichtigste. Es beginnt bei 0-0. Alles, was man bis jetzt erarbeitet hat, hat man natürlich auf dem Konto. Freudig dran und gut drauf. Wir wollen auch Tore schießen. Wir gehen in jedes Spiel mit vollem Elan. Vorbereitung, Vorbereitung. Beide wollen gewinnen. Beide kämpfen um die Punkte. Wir waren in allen Partien mit dabei. Die Letten bleiben die Letten. Wir rücken euch auf die Pelle. Wir klären auf. Hier sehen wir ein paar Schlittschuhe von Markus Kink. Ohne Schnürbandel, was ist denn da los? Ja, es ist ja oft so, dass die Spieler sich natürlich auch ein bisschen beschäftigen müssen vor dem Spiel, wenn sie 2,5 Stunden vorher da sind. Wir sind mit euch auf Tour. Philipp, ganz kurz, was geht einem so in den letzten Minuten hier auf dem Weg so durch den Kopf? Sammelt man sich da nochmal oder lenkt man sich auch gerne mal mit Musik ab? In dem Fall bei dir wahrscheinlich nicht. Ja, es ist die Konzentrationsphase natürlich, bevor wir ins Stadion gehen. Und ja, jeder ist da ein bisschen eigen. Zum Beispiel Dennis Endras hört Musik. Ja. Ich gucke entspannt aus dem Fenster. Wir lassen euch zu Wort kommen. So, liebe Sport1-Zuschauer, Jochen Reimer hier aus Stockholm, Schweden. Wir lachen mit euch. Wir feiern mit euch. Wir singen mit euch. Leiden mit euch. Bangen mit euch. Trauern mit euch. Weinen mit euch. Und jubeln mit euch. Wir für euch. Die Stimme bin ich. Der Text bin ich. Das Interview bin ich. Das Gesicht bin ich. Der Experte bin ich. Sport 1. Wir für euch.